Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Software Deutschland. In diesem Video geht es um die Weiterfortsetzung von dem Webbrowser. Heute möchte ich Ihnen gerne zeigen, wie Sie die Google-Suche einmal hier oben einfügen, dann einmal mit Enter bestätigen können und einmal die URL hier oben anzeigen lassen können. Fangen wir mit Google-Suche an. Wir nehmen uns dafür einmal eine Textbox. Hier, einmal die Textbox, die tun wir dann hier einmal neben. Und dann noch einmal einen Button. So, den Button tun wir hier hin. So. Okay. Ja, so kann man das lassen. So, dann tun wir hier einmal den Button umbenennen in Google Suche. So. Okay. Das muss noch was größer. So. So. Dann gehen wir hier einmal auf den Button Google Suche. Und geben dann hier ein Webbrowser 1.navigate. Dann einmal eine Klammer. Und dann noch zwei Anführungsstriche. So, jetzt müssen wir einmal unseren Standardbrowser aufsuchen. Und dann geben wir einmal google.de ein. So, und jetzt geben wir hier einfach irgendeinen Driss ein und klicken Enter. So, jetzt müssen wir hier einmal gucken. Jetzt haben wir hier ja die URL und einmal das, was wir eingegeben haben. Wir müssen jetzt alles hier kopieren, außer das, was wir hier eingegeben haben. Machen wir einmal Rechtsklick und kopieren. So, dann gehen wir wieder in Result Basic rein und fügen das Ganze hier ein. Und dann tun wir dahinter noch ein Und-Zeichen. Erst hier nach den Gänsefüßchen. Also jetzt hier ein Und-Zeichen und dann schreiben wir rein Textbox 2.text. So. Okay. Jetzt probieren wir das Ganze mal aus. So. Jetzt gehen wir hier zum Beispiel mal Google ein. Und gehen auf Google Suche. Ja, und schon sehen wir, wir haben hier direkt die Suchleiste, die wir haben, also die Suchseite, die wir haben schon von Google. Ja, dann haben wir das erste schon mal geschafft. Und jetzt machen wir einmal mit Enter suchen. So, dafür gehen wir jetzt einmal hier auf die Textbox und wählen hier oben einmal Key Down aus. Dann schreiben wir einmal if i.keycode gleich keys.enter then und dann einmal Enter Button 1 und dann Unterstrich, Klick, dann in Klammern Button 1, Komma, New, System, Punkt, Event, R. Das wurde hier schon eingefügt, okay. Event Args. So, jetzt probieren wir das Ganze auch einmal aus. So, ich gebe jetzt hier www.google.de ein und bestätige damit Enter. Ja, wir sehen, das Ganze funktioniert auch. Gut. So, dann kommen wir zum letzten.
Und zwar war das oben die URL anzeigen lassen. Dafür klicken wir hier einmal auf den Webbrowser mit Doppelklick und schreiben da einmal Textbox1.text gleich Webbrowser1.url.toString. So, dann probieren wir das Ganze jetzt auch einmal aus. So, dann gehen wir jetzt hier wieder www.google.de ein. Ja, und wir sehen, hier wird die richtige URL angezeigt. Wir können das jetzt gerne auch nochmal testen mit YouTube. Guck, und schon wird die YouTube-URL hier oben angezeigt. Ja, das war's dann von dem zweiten Teil. Im dritten Teil wird es natürlich noch weiter folgen. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Und wenn ich Ihnen weiterhelfen konnte, können Sie uns gerne abonnieren.